Willkommen Stolzmonat, liebe deutsche Mitbürger. Ich sage das mit einem Hauch von Ironie, aber es steckt eine Menge Grundwahrheit im Kern dahinter. Beides werde ich ansprechen in diesem Video. Und an alle, die sich jetzt etwas angegriffen fühlen, direkt von diesem Begriff allein, möchte ich euch zunächst einmal fragen, wieso inspiriert dieser Begriff eine gewisse Anfeindung in euch? Liegt es an der Herkunft und an der Geschichte, wie dieser Begriff jetzt zustande kam, 2023 im Juni? Oder ist es einfach die Definition des Begriffs selbst und dazu noch in Kombination mit der Tatsache, dass es sich um den deutschen Nationalstolz handelt? So, auch das werden wir ansprechen in diesem Video. Und zwar zu meinem persönlichen Kontext. Ich war die letzten 6 Monate in Großbritannien. Und das heißt, ich habe meinen Bezug zu meiner Heimat Deutschland zum ersten Mal seit längerer Zeit für einen längeren Zeitraum verloren. Und meine Erfahrungen damit möchte ich mit euch teilen. Und was ich sehr zu schätzen gelernt habe durch meine Abwesenheit an meiner deutschen Herkunft und an dem, was ich hier zuletzt tatsächlich auch als einfach nur mein Alltag wahrgenommen habe. Wir wissen das, was wir jeden Tag einfach erfahren, mit der Zeit oft nicht mehr genug zu schätzen. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich unfassbar liebe, an meinem Deutschsein, nicht nur daran, an meinem persönlichen Umfeld, weil ich einfach damit vertraut bin und weil ich hier aufgewachsen bin, sondern tatsächlich auch an dem Deutschsein. Und das auch in Bezug auf die Sprache, auf die Historie, das klingt jetzt kontrovers, auch das werde ich ansprechen, und in Bezug auf alles, was auch mit der Ästhetik des Deutschseins zu tun hat. So, Punkt 1. Der Wert der Internationalität. Warum bin ich überhaupt eine Person als Aktivist, als Influencer, die auch aus dieser Branche heraustritt und die sich in das globalistische Geschehen einmischt? Denn wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich habe gewissermaßen meine Karriere international ausgelegt. Ich bin auf Twitter weiterhin rein international in englischer Sprache vertreten, außerdem auch auf anderen Plattformen wie beispielsweise Rumble, und ich habe auch lange einen YouTube-Kanal selbst besessen mit über 100.000 Abonnenten, wo ich primär englische Videos gemacht habe. Ich war in amerikanischen und internationalen Medien sehr viel, und genau das ist der Punkt. Die Themen, die ich anspreche, politisch und wissenschaftlich, sei es Klimawandel, sei es Covid, sei es andere politische Geschehnisse. Das alles ist bei mir auf einer Grundlage des Kampfes, wenn man es so bezeichnen mag, gegen den Globalismus. Und die Gefahren, die ich in dem Globalismus sehe, die primäre Gefahr ist ganz einfach, dass wir auf eine Welt hinzustreben, wo die Regierungsautorität immer mehr zentralisiert wird auf einer riesigen Ebene, wo wir keinen Zugriff mehr auf diese Autoritäten haben, sodass wir einer Tyrannei weniger leicht entgehen können als das Individuum, weil wir so wenig Zugriff darauf haben, weil unsere demokratische Stimme immer wertloser wird, je weiter entfernt wir sind von dem Autoritätskomplex. Und dadurch müssten wir darauf vertrauen, dass, okay, selbst wenn wir quasi eine Weltdemokratie hätten, dann können wir immer noch darauf vertrauen, dass alles von dem Volke bestimmt wird. Aber da müssen wir gleichzeitig auch darauf vertrauen, dass dieses Weltvolk so homogen ist, dass alle ähnlich genug sind, dass sie gute Intentionen haben. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist. Gerade weil wir nämlich so viele verschiedene Nationen auf der Welt haben, mit ganz verschiedenen Kulturen. Und das heißt, das, was für uns in Deutschland oder im Westen generell von Priorität ist, unsere Freiheitswerte, unsere generellen kulturellen Werte, die werden vielleicht in anderen Teilen der Welt nicht auf gleiche Weise geschätzt. Und wollen wir dann, dass die ganze Welt nach diesem demokratischen Prinzip so gesteuert wird,
dass wir alle uns in eine homogene Box packen müssen, wo aber unsere individuellen Bedürfnisse komplett vernachlässigt werden. Und genau da kommt dann der Nationalstolz zum Scheinen so wirklich. Wir müssen bereit sein, über unsere nationalen Grenzen hinauszuwachsen und uns international im politischen und kulturellen und gesellschaftlichen Geschehen betätigen, damit wir eben präventiv diesem Globalismus entgehen können und uns dagegen stellen können, gleichzeitig aber unsere nationalen Kernwerte auch mit anderen Kulturen und anderen Nationen teilen können. Und darum müssen wir unseren Stolz, unseren Nationalstolz und unsere nationalen Werte behalten und darauf pochen, ohne uns überheblich gegen andere Kulturen zu stellen. Und genau so gehe ich meine Karriere und gehe ich mein Leben generell an. Ich habe Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und ich möchte mich auch gerne in andere Kulturen integrieren, wenn ich dorthin gehe und mich soweit daran anpassen, dass ich die Sprache lerne, dass ich die kulturellen Werte lerne, dass ich verstehe, was sind hier die primären Prioritäten in diesem Land. Und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich nicht dorthin gehen. Ganz einfach. Und gleichzeitig erwarte ich denselben Respekt auch von anderen Kulturen und auch von Migranten. Und gleichzeitig bin ich genauso auch der Meinung, ich freue mich wahnsinnig, dass wir so viel kulturelle Vielfalt auch innerhalb des Landes weiterhin haben können, sodass wir andere kulinarische Erfahrungen machen können in unserem eigenen Land, dass wir andere Kunst und Musik hier konsumieren können, auch natürlich durch Social Media und generell das Internet haben wir Zugriff auf alles. Aber dass wir eine, hier kommt der Begriff Leitkultur jetzt mal ins Spiel, dass wir eine gewisse Leitkultur behalten. Und das ist kein erdrückender Begriff. Das bedeutet nicht, dass wir dadurch andere Kulturen untergraben wollen, sondern wir wollen eine gewisse Differenz setzen, innerhalb derer wir sagen können, wir haben Respekt für diese anderen Kulturen, auch innerhalb unserer eigenen Kultur. Aber der Rahmen unserer Gesamtkultur ist immer noch deutsch. Und ich finde, das ist vollkommen legitim und ich finde auch, und ich würde das genauso anbringen in anderen Ländern. Ich bin nach Großbritannien gegangen mit einer Liebe für die britische Kultur, die auch weiterhin besteht. Und dort habe ich alles genossen, was damit zu tun hat und ich habe es genossen, mich darin einzufinden, mich damit zu integrieren und gleichzeitig nicht meine deutsche Identität zu verlieren. Ich habe gerne meine Vorgeschichte als Deutsche mit anderen Menschen dort geteilt und gleichzeitig mit ihnen die britische Kultur genossen und das in einem britischen Kontext besprochen. Das war eine wunderbare Erfahrung des kulturellen Austausches, die ich besonders wertvoll finde, eben deswegen, weil sie mich zu meinen deutschen Wurzeln zurückbringt. Aber das ist eben der Punkt. Wir nähren unsere Wurzeln, damit unsere Äste sprießen und blühen können. Und dann diese Blüten, die wir dann mit der Welt teilen, das ist eben das Schöne daran, dass wir eben nicht vergessen, unsere Wurzeln zu nähren. Also für mich ist es so, dass je mehr ich mich mit der Internationalität beschäftige, desto mehr finde ich meine Identität in meiner Herkunft. Und das ist unglaublich wertvoll und ich hoffe, dass andere das auch teilen können. Deswegen, das gilt sowohl für diejenigen, die sich gegen den Nationalstolz stellen, als auch für diejenigen, die sehr darauf pochen, dass wir alles in Deutsch halten. Wir können einen schönen Mittelgrund finden, indem wir unsere Kultur mit anderen Kulturen kontrastieren und gleichzeitig die Brücken zwischeneinander schlagen, ohne unsere Grundidentität zu verlieren. Solange wir unseren eigenen Wert erkennen, unsere eigene Identität erkennen und beibehalten, fühlen wir uns am besten ausbalanciert mit uns selbst und gleichzeitig erschaffen wir eine sehr schöne Balance auf genereller, gesellschaftlicher und internationaler Ebene. Jetzt komme ich nun also endlich zu den Dingen, die ich besonders liebe am Deutschsein. Zuallererst die Sprache. Ich habe immer schon die deutsche Sprache geliebt, beziehungsweise als Kind
war ich immer neidisch auf alle, die aufgewachsen sind mit englischer Sprache, besonders mit dem britischen Akzent. Ich dachte mir, ich werde niemals genau diesen Akzent haben, ich werde niemals genau dieses englischsprachige Gefühl haben. Aber das stimmt nicht. Ich habe sehr viel gutes Englisch lernen können und ich würde auch sagen, dass ich persönlich ein sehr gutes Maß an fließendem Englisch habe etablieren können. Und ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die ich darin gemacht habe. Und ich bin sehr zufrieden damit, wie ich es auch selbst ins Schreiben integrieren kann. Also ich habe damit kein Problem und sehe es nicht mehr als eine Grenze zwischen mir und der englischen Sprache. Also ich fühle mich sehr zu Hause in der englischen Sprache. Und gleichzeitig ist die deutsche Sprache, ich hätte wahrscheinlich niemals Zugang zu der deutschen Sprache gehabt, wenn ich mit der englischen Sprache groß geworden wäre. Und dann wären mir so viele Dinge, so viele Schönheiten der deutschen Sprache ewig verwehrt geblieben. Und zwar haben wir ganz viel Literatur, die unfassbar wertvoll ist in der deutschen Sprache. Und ich glaube, darauf wäre ich niemals aufmerksam geworden. Besonders, also ich persönlich war immer ein Fan von Goethe und von Schiller. Und das klingt jetzt fast schon so überheblich und vielleicht etwas herablassend. Aber das ist nicht der Fall. Also ich habe wirklich mich intensiv mit den Dramen beispielsweise auseinandergesetzt. Faust ist für mich bis heute etwas, was meinen Lebensweg sehr prägt und woran ich oft zurückdenke, wenn ich Entscheidungen für mein Leben treffe und auch wenn ich etwas reflektieren möchte, weil die Geschichte Faust für mich so das Streben nach dem Sinn des Lebens sehr schön verpackt. Und das mich auch so auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn ich Angst davor habe, dass ich nicht weiß, wohin es weitergehen soll mit meiner Zukunft, worauf ich hinstreben soll. Weil es mir beigebracht hat, dass das Streben selbst, das immer weitermachen und immer gegen seine Dämonen anzukämpfen und einfach nach vorne zu sehen, das ist die Essenz des Lebens. Nicht ein Ziel zu verwirklichen, sondern darauf hinzustreben. Wir werden niemals an dieses Ziel kommen, denn die Perfektion ist nicht das, was wir wirklich wollen. Wir wollen nicht die Perfektion in uns integrieren, sondern wir wollen eben immer mehr danach streben. Es ist fast schon paradox, aber genau dieses immer der Karotte hinterherrennen, genau das ist das Schöne am Leben. Und das habe ich durch Faust gelernt und dadurch, das gibt mir so viel Befreiung. Und das wird in so schöner Sprache in diesem Drama das wird in so schöner Sprache einfach dargestellt und gezeichnet. Das ist einfach eine kunstvolle Prägung in mir hinterlassen hat, die ich sehr schätze. Das ist ein Punkt. Dann möchte ich auch einmal in Kontrast stellen die englische versus die deutsche Sprache an sich im Grundkonzept. Und zwar ist es so, dass die deutsche Sprache ist deutlich komplexer und an sich schon deutlich schön geformter, deutlich geregelter, strukturierter. Die englische Sprache gibt sehr viel mehr Freiraum für Kreativität. Und auch das finde ich als jemand, der Sprache sehr schätzt und der auch sehr gerne schreibt und spricht und reden schreibt etc., finde ich wunderbar. Denn dadurch fühlt es sich fast an, wie mit Lego zu spielen. Man hat ganz viele kleine Steinchen, die man in wunderschöne Formen einfach zu riesigen Kunstwerken formen kann. Und man kann eben auch in alltäglicher Sprache, kann man auch mit sehr simplen Steinchen arbeiten in der englischen Sprache. Und man kann beides sehr schön kombinieren. Man kann in der englischen Sprache so die Colloquial Language, also so den Slang, kann man sehr schön vereinen mit eloquenter Sprache, weil beides nicht lächerlich klingt. Um das mal zu kontrastieren, im Deutschen finde ich persönlich, dass man sehr schnell sehr unter der Gürtellinie klingt und fast schon cringy, fast schon sehr peinlich klingt, wenn man nicht Wert auf seine Sprache legt. Und es ist schwierig, so ein niedriges Niveau an Sprache zu mischen mit einem hohen Niveau an Sprache. Und man gerät oft fast schon so in die
Gefahrenzone, dass man zu herablassend und zu pretentious und zu snobbish klingt. Jetzt komme ich hier tatsächlich mit englischen Begriffen rein. Dieses Denglisch ist auch sehr verhasst, aber teilweise gibt es einfach Begriffe, die sich nicht besonders gut übersetzen lassen. In der deutschen Sprache ist es so, dass man schnell so in dieses Überhebliche hereinfällt, wenn man zu sehr auf ein hohes Niveau pocht. Und deswegen, ich versuche auch einen gewissen Entertainment-Faktor in meinen Videos drin zu behalten, was im Deutschen tatsächlich schwerer ist als im Englischen. Aber genau diese Herausforderung macht auch Spaß. Also ich liebe die deutsche Sprache dafür, dass sie eine sehr schöne Grundstruktur hat. Und wirklich, die deutsche Sprache ist ein Kunstwerk an sich. Und das muss man schätzen. Man kann damit wunderbar in Poetik integrieren beispielsweise. Und dann der nächste Punkt, die Historie. Warum liebe ich die Historie? Warum liebe ich die deutsche Geschichte? Nein, ich liebe nicht den Nationalsozialismus, ganz im Gegenteil. Ich bin eine absolute Anti-Autoritätsperson als Libertäre. Aber genau deswegen, weil ich so viel aus der deutschen Geschichte gelernt habe und weil ich differenzieren kann zwischen Nationalismus und dem, was zum Nationalsozialismus geführt hat, eben nicht der Nationalismus, an sich, sondern das Vergehen das Vernachlässigen des Freiheitsdrangs der deutschen Gesellschaft, der deutschen Kultur, der deutschen Menschen, des deutschen Volkes. Denn als Deutschland gegründet worden ist, das basierte auf einem großen Freiheitsdrang. Die Menschen haben sich gewehrt gegen die territorialen Herrschaften, also mehr so eine monarchische und dann auch eine später die kaiserliche Herrschaft. Und die Menschen wollten eine Nation schaffen, um aus diesen territorialen Herrschaften herauszukommen und mehr sich miteinander verbinden zu können, untereinander, einer sehr freiheitlichen Intention entsprang ursprünglich. Dann aber, als dann Deutschland gegründet worden ist und wir dann eine politische Regierung hatten, haben die Menschen quasi vergessen, dass eine andere Form der Regierung, die eben nicht mehr auf kaiserlicher, königlicher Basis war, dass die immer noch unterdrückend sein kann. Bloß weil dann scheindemokratische Aspekte in Kraft gesetzt worden sind. Das hieß nicht, dass alle Freiheiten gegeben waren, die sie sich gewünscht hatten. Und dann ist der Freiheitsdrang in eine gewisse Faulheit geraten. Das ist zumindest meine Interpretation der deutschen Geschichte, dass das dazu geführt hat, dass diese Tyrannei über die Jahre angestiegen ist. Natürlich kam vieles anderes hinzu. Wir wollen jetzt gar nicht über Versailler Vertrag, Erster Weltkrieg und so und Kriegsschuld etc. reden. Das ist alles sehr komplex, aber das ist eben ein weiterer Aspekt. Ich liebe die Tatsache, dass ich direkten Zugriff auf die Dokumente habe, auf die Reden habe, dass ich mir das alles durchlesen, anhören kann und dass ich es mit der deutschen Interpretation tatsächlich vereinnahmen und verstehen kann. Weil dadurch kann ich meine eigenen Schlüsse daraus ziehen für eine bessere Zukunft. Und ich kann andere Länder, also andere Kulturen, andere Nationen, kann ich darüber aufklären. Das ist es, was ich weiß über die deutsche Geschichte, wie ich sie interpretiere, aus meiner Sicht als Deutsche, weil ich auch sehr viel darüber gelernt habe, weil ich damit groß geworden bin. Und so können wir es besser machen heute. Also ich finde, es ist wie ein Krimi zu lesen, die deutsche Geschichte. Ich finde das wahnsinnig spannend. Deswegen dieses Stigma, das existiert, ja, Historie, Geschichte ist langweilig. Das verstehe ich, aber das liegt daran, wenn man es falsch angeht. Wenn man es so mit diesem Mindset angeht, dass man hier etwas lernen muss, weil man sich dazu, weil man irgendwie diese Obligation fühlt. Nein, es ist wie ein spannender Krimi für mich. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja, natürlich ist es schade, dass viele schlimme Dinge geschehen sind, auf jeden Fall. Aber aus heutiger Sicht, wir können die Vergangenheit nicht ändern und die Dinge, die wir daraus lernen können, die weiß ich sehr zu schätzen. Dann der nächste Punkt. Ich liebe das deutsche Essen. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe immer asiatische Kultur, also asiatisches Essen besonders geliebt, tue ich immer noch.
Aber es gibt viele deutsche Gerichte, die ich unglaublich liebe, weil ich auch ein sehr würzig liebender Mensch bin. Wenn ich auf Süßes komplett verzichten müsste, ich wäre bereit dazu, wenn ich dann alle extrem würzigen Gerichte mein Leben lang konsumieren kann. Und da gibt es vieles in der deutschen Kulinarik, was ich sehr liebe, was ich sehr zu schätzen weiß. Und auch das Stigma, so dass deutsches Essen irgendwie, ich glaube, da gibt es viel Stigma, dass deutsches Essen irgendwie besonders ungesund ist oder so. Das ist nicht der Fall, weil wir haben hier sehr viel Zugriff auf sehr ländliches Essen, auf sehr viele bäuerliche Kultur. Und das finde ich absolut toll. Das habe ich vorher nicht so zu schätzen gewusst, weil es mir nicht so bewusst war, dass es in anderen Ländern nicht unbedingt so ist. Also hier haben wir wirklich eine sehr enge Verbindung zu sehr viel Bäuerlichkeit und auch zwischen Städten und eher ländlichen Aspekten. Da ist nicht so eine harte Grenze. Und das finde ich sehr schön. Nachdem wir nun diese, meine Lieblingsaspekte des Deutschseins diskutiert haben, kommen wir nun zum Begriff Stolzmonat. Wo kommt dieser Begriff jetzt erst einmal her für den Kontext? Es ist Juni 2023 und es ist Pride Month. Pride Month ist ein Begriff, ein Trend geradezu, ein Hashtag, um zu zelebrieren, dass sich Homosexuelle und generell alle aus der LGBT-Community dass sie für ihre Rechte kämpfen mussten und für Akzeptanz in der Kultur, in der Gesellschaft kämpfen mussten. Und das ist doch zu einem gewissen Grad valide. Aber heute sind sie deutlich integrierter in die Gesellschaft und jeder kann im Grunde machen, was er will, beziehungsweise das in seinen eigenen vier Wänden so praktizieren, wie er es möchte. Meiner Meinung nach soll es eben nur nicht zu einer Hypersexualisierung von besonders Kindern und der Öffentlichkeit kommen, weil das einfach ein genereller etwas ist, was ich generell als kulturell ablehne. Das hat nichts mit Ablehnung gegen LGBT an sich zu tun, sondern einfach damit, dass ich generell finde, dass diese Hypersexualisierung auch so die generelle Kultur von sich zu sehr sexuell zu exponieren, auch mit Dingen wie OnlyFans, Pornografie und so. Das in jungen Jahren wird immer mehr inspiriert und das lehne ich generell ab. So, und da ziehe ich auch eine harte Linie. Ganz einfach, dass das für mich ist das nicht besonders stark manifestiert irgendwie in Homosexualität oder so, aber ich sehe es einfach besonders auf Veranstaltungen wie den Pride-Paraden und so. Und da bin ich ganz einfach gegen. Den Pride Month finde ich deswegen zu Recht, dass er gewisse Kritikpunkte erntet, weil ich finde, dass er nicht besonders, ja, dass er primär so praktiziert wird, dass ich es ablehne. Und ich finde, das muss nicht sein. Ich finde auch nicht, dass es Sinn macht, stolz auf etwas zu sein, wofür du selbst persönlich nicht hast kämpfen müssen in deiner Lebenszeit, weil ich, wie gesagt, der Ansicht bin, dass es heutzutage weitestgehend akzeptiert ist. Und natürlich gibt es Menschen, die wirklich absolut gegen das Praktizieren von Homosexualität und anderen Formen des LGBT-Teils der Gesellschaft sind. Aber das muss dich ja nicht selbst angreifen, wenn du dieser LGBT-Community angehörst. Denn solange du nicht wirklich aggressiv behandelt wirst, bin ich der Meinung, muss man einfach damit auskommen, dass andere Menschen anderer Meinung sind, dass sie das vielleicht nicht als valide anerkennen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn jemand mich dann vielleicht als bösartig anerkennt oder vielleicht der Meinung ist, dass ich in die Hölle komme oder so. Weil das muss nicht meiner Ansicht entsprechen. Und solange ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin, ist es mir egal, wenn andere nicht davon überzeugt sind, weil sie ihren eigenen Weg gehen müssen. Und ich kann sie nicht dazu zwingen, ihre Ansicht zu ändern. Denn wenn ich ihnen aufzwinge, mir Respekt entgegenzubringen, dann ist dieser Respekt nicht echt. Und Respekt ist etwas, was von Herzen kommen muss.
Das heißt, ich kann einen anderen Menschen darüber aufklären, warum ich der Meinung bin, dass es nicht böse an sich intrinsisch ist, wenn ich eine homosexuelle Person, also wenn ich mich homosexuell zu einer anderen Person angezogen fühle, auch wenn das für mich persönlich jetzt nicht der Fall ist. Aber ich stigmatisiere es nicht. Also ich habe kein Problem mit homosexuellen Menschen, absolut nicht. Und habe auch Freunde aus der LGBT-Community, die aber das eben nicht zum primären Aspekt ihrer Identität machen. So, und wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, für die ich stereotypisiert werde als blonde junge Frau. Und auch damit habe ich kein Problem, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, welche Talente ich habe. Und solange ich mich darauf besinnen kann, kann ich meine Stereotypen eliminieren, indem ich einfach mich als die Person präsentiere, die ich bin. Und wenn dann Menschen nicht überzeugt von mir sind, dann werde ich auch nicht meine Zeit damit verschwenden, sie zu überzeugen. Solange sie mich nicht aggressiv behandeln, ist das einfach deren Werturteil. Und das ist in Ordnung für mich so. Nicht jeder muss mit mir übereinstimmen, damit wir trotzdem ein gutes, respektvolles Klima innerhalb der Gesellschaft wahren können. So, das sind mein Wort zum Pride Month und mein Wort zum LGBT-Dasein generell. Daraus ist jetzt der Begriff Stolzmonat entsprungen, weil eben einige Deutsche dann gesagt haben, aus gleicher Gesinnung, dieser Pride Month ist irgendwie unnötig und überheblich. Und warum besinnen wir uns nicht auch auf unseren deutschen Stolz? Denn Pride Month ist ja im Grunde bedeutet einfach nur Stolzmonat. Das ist gar nicht limitiert auf eben LGBT, sondern das kann ja auf alles zutreffen und ebenso auch den Nationalstolz. Und das ist natürlich besonders provokativ, weil besonders in Deutschland der Nationalstolz inzwischen ein sehr verunglimpftes Thema ist. Leider, wie ich finde. Aus den Gründen, die ich eben vorher angesprochen habe. Und darum finde ich, ist es eine witzige, fast schon eine Meme-Trend-Idee, dass wir das so als Konterbegriff etabliert haben. Ich möchte aber auch eine wichtige Kritik an dem Begriff ansprechen. Und die finde ich auch sehr wertvoll. Und zwar, wenn wir ein Gegenkonzept erstellen, dann wird das immer den Schatten des Ursprungskonzepts tragen. Das ist einfach eine Realität, die dann dazu führt, dass dieses Gegenkonzept, das wir etablieren, also der Stolzmonat, das machen wir damit genauso zu einem Trend, der außerdem gleichzeitig alle abschreckt, die eben Fans, die eben Teil dieses Ursprungsbegriffs sind. Jemand, der eben den Pride Month genießt und das als etwas Positives empfindet, der wird dann seinen Nationalstolz, den er ursprünglich vielleicht gepflegt hat, ablegen wollen. Und ich möchte nicht, dass diese Spaltung auf diese Weise entsteht. Also das ist Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2 ist, dadurch, dass wir immer diesen Schatten werfen des Ursprungsbegriffs, wird der neue Trend eben immer seine Wurzeln in etwas haben, was toxisch ist oder was wir eben ablehnen. Und dadurch entfernen wir uns nicht vollkommen davon. Ich finde, wenn wir ein Konzept etablieren wollen und das auch als etwas Festes integrieren wollen in der Kultur, dann müssen wir uns komplett entfernen von dem, was wir ablehnen und müssen etwas Neues kreieren. Mein Nationalstolz ist kein Trend, sondern es ist ein Identitätsaspekt. Und es ist etwas, was ich wahren werde und was ich schätzen werde. Und ich bin Deutsch nicht nur in diesem Monat, sondern auch im nächsten Monat und auch die Monate danach. Das ist eben genau dieser Punkt, den auch viele aus der LGBT-Community so kritisieren. Und das ist auch vollkommen, das finde ich vollkommen valide, dass eben diese ganzen Firmen, die sich jetzt mit einer Regenbogenflagge in ihrer Werbung präsentieren, dass sie im nächsten Monat einfach wieder zurückgehen werden sich auf ihre ursprünglichen Werte besinnen werden. Das ist Kapitalismus, das ist auch vollkommen okay. Wir müssen alle unsere Produkte verkaufen, okay. Aber darin sehen wir einfach, das ist so eine gewisse Heuchelei, dass eben auch viele Politiker und viele große Influencer-Personen, die machen dabei mit, weil es ein Trend ist, der sie persönlich bereichert und der ihre Produkte bereichert oder was auch immer. Und damit können wir nicht wirklich ein Mindset in der Welt ändern. Deswegen Stolzmonat, okay, ist ein cooler Gag,
Aber lasst uns etwas Neues kreieren und einfach verstehen wirklich, lasst uns verinnerlichen, was Nationalstolz wirklich bedeutet und warum er wertvoll ist. Denn solange wir einfach nur dieses Label Nationalstolz oder einfach nur Stolzmonat haben, sehen wir es nur als einen Hashtag an, verstehen nicht, was wirklich dahinter steckt und vernachlässigen es im nächsten Monat wieder. Und gleichzeitig versteht die Gegenseite nicht, die wir damit ja provozieren und vielleicht auch provozieren wollen, versteht die Gegenseite nicht den Ursprung unserer Intention und wird denken, dass wir sie verteufeln und sie werden uns verteufeln. Und diese Spaltung führt letztendlich zu nichts. Darum strecke ich meine Äste raus an alle, die sich gegen dieses Konzept wenden und möchte sie darum bitten, zu verstehen, dass das, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, dass mein Nationalstolz nichts damit zu tun hat, dass ich das ablehne, was sie in ihrer Weltperspektive vereinen. Denn diese ganze Idee von, es gibt links und rechts und schwarz und weiß, es gibt eben einfach nur immer diese zwei Sparten, das führt dazu, dass wir eine rein gespaltene Gesellschaft haben, die niemals zu einem Konsens finden wird. Und dann wird es immer darum gehen, dass die eine Seite die andere Seite versucht zu unterdrücken. Und dann ist es immer dieses Tauziehen, aber niemals eine Diskussion an einem Tisch, die mit dem Ergebnis oder mit überhaupt mit dem Ziel geprägt ist, dass wir zu einer besseren Wahrheit und zu einem besseren gemeinsamen Leben wieder herausgehen. Das ist mein Fazit zu dem Ganzen. Zum Schluss bitte ich euch darum, noch einmal, lasst euren persönlichen Nationalstolz, definiert ihn in den Kommentaren, gebt mir ein Feedback dazu, was ihr vom Stolzmonat haltet, was ihr generell von dem Identitätsaspekt Nationalstolz haltet, was ihr vom Pride Month auch haltet, was ihr von dem Ausleben der LGBT-Community in der aktuellen Welt haltet und wie man es verbessern könnte auch. Ja, zum Schluss bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt, ich lasse alle Links in der Beschreibung. Ich bin vertreten auf Twitter, auf Rumble, auf Telegram, alleine in deutscher Sprache, exklusiv. Und gleichzeitig bin ich gestärkt finanziell von meiner Community, von meinem Following. Das heißt, wenn ihr auch daran partizipieren wollt, lasse ich dafür alle Informationen in der Beschreibung, um es so einfach wie möglich zu machen. All das basiert auf Freiwilligkeit, weil ich mich nicht auf Sponsoren verlassen möchte, großartig, damit ich das auch alles hier sehr transparent halten kann. Und ihr wisst, was ihr von mir als Content bekommt. Vielen Dank noch einmal und bis zum nächsten Mal.